Hallo zusammen, schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Natürlich immer noch hier aus unserem Homestudio. Wir starten gleich wie gewohnt wieder mit den aktuellen Meldungen des Tages, um uns einen Überblick über die Situation in Vorarlberg zu verschaffen. Laut Bundesministerium gibt es mit Stand Donnerstag, 2. April, 16 Uhr in Österreich 10.996 bestätigte Coronavirus-Fälle. In Vorarlberg wurden 685 Personen positiv getestet. Nach Bezirken gibt es in Vorarlberg im Bezirk Bludenz die meisten Coronavirus-Fälle. Ja, ausgehen, zu Konzerten gehen oder auch ins Theater gehen, das ist ja derzeit für keinen von uns möglich. Genau deshalb haben wir uns gedacht, da müssen wir etwas tun und haben so gemeinsam mit dem Vorarlberger Landestheater am kommenden Sonntag eine große Premiere. Denn ab 18 Uhr gibt es das Stück Antoinette Capet, die Österreicherin, hier bei uns auf Ländle TV zu sehen. Meine Kollegin Stefanie Fendt hat sich dazu mit der Intendantin des Vorarlberger Landestheaters unterhalten und auch nachgefragt, wie man denn mit dieser Situation umgeht. Stefanie Gräbe, Sie sind Intendantin hier am Landestheater Vorarlberg. Keine einfache Zeit, gerade für die Kultur und die Kunst. Wie wurde das erlebt am Landestheater, diese Corona-Zeit, und wie wird das gehandhabt? Für uns war es natürlich ein Schock. Also auch wenn es sich schon vorbereitete, wir hatten zum Beispiel am 6. März hier eine Premiere, Hollenstein, ein Heimatbild. Und da habe ich ein paar Tage davor schon Angst gehabt, dass man uns diese Premiere nicht spielen lassen könnte, weil in der Schweiz es schon die ersten Einschränkungen gab. Größere Spielorte machten zu. Aber auch wenn man sich theoretisch damit auseinandersetzt, es könnte kommen, es könnte passieren, es ist so ein unserem Leben so völlig fremder Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, dass man dann letztlich doch nicht dran glaubt. Und dann muss man auch immer wieder nachjustieren, neu reagieren, sagt man jetzt die nächsten Proben ab. Denn für uns ist es natürlich gerade für ein Theater das, wovon wir immer reden, die physische Kopräsenz, das, was eigentlich Theater ausmacht, die Begegnung von Menschen. Also wir wünschen uns, ein Zentrum der Gesellschaft zu sein, in Teil eines gesellschaftlichen Diskurses zu sein. Und plötzlich ist die Gesellschaft in ihre Wohnungen verbannt und wir sind wie unserer Existenzgrundlage beraubt. Und das ist natürlich für uns kein schöner Zustand. Das ist für niemanden ein schöner Zustand, aber natürlich gerade, wenn man hier diese leeren Stühle sieht und denkt, die müssten gefüllt sein mit Menschen und da vorne auf der Bühne müsste Leben sein, es ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Anblick für uns. Das Stück Antoinette Capet, die Österreicherin, wurde glücklicherweise schon vorher aufgezeichnet. Wir dürfen es auch am Wochenende auf Ländle TV ausstrahlen. Wie relevant ist dieses Stück heutzutage? Natürlich, gerade wenn man jetzt auf die Gegenwart schaut, also eine Gesellschaft im Umbruch, eine Gesellschaft in der Krise, ein Zustand großer Unsicherheit. Dadurch bekommt es jetzt wieder durch diese Pandemiesituation nochmal eine ganz andere Relevanz. Was passiert, wenn auf einmal alle Gewissheiten wegfallen, wenn wir nicht mehr so zusammenleben können, wie wir es gewohnt sind? Aber natürlich muss man auch jetzt fragen, wir verzichten ja augenblicklich auf gewisse Freiheitsrechte als Menschen in dieser Gesellschaft. Und da muss man sich schon fragen, die müssen wir uns aber auch irgendwann wieder zurückerobern. Genau. Also man wird auch sehen auf der Bühne beziehungsweise dann am Fernseher diese Frauen, die ihre Rechte einfordern. Also das hat natürlich dann auch einen gewissen Vorbildcharakter. Wir müssen dann, wenn diese Pandemie vorbei ist, auch darauf schauen, dass sich nicht Restriktionen einschleichen, die unser demokratisches Miteinander beeinträchtigen können. Durch die Situation eben um diesen Virus ist vieles der kulturellen Szene ins Internet irgendwie hat sich zurückgezogen und nützt diese Plattform aus. Da werden Sachen erhalten bleiben, nachdem das alles vorbei ist? Ich bin da eher kritisch dem gegenüber tatsächlich. Also man sieht immer ein abgefilmtes Theaterstück und das, was wir auch gerade gesprochen haben, was halt eben den Charakter des Theaters ausmacht, nämlich dass man gemeinsam in einem Raum ist, findet nicht statt. Also es ist letztlich immer nur ein Ersatz. Und dann natürlich hoffentlich greift sie die Lust,
wieder ins Theater zu kommen, diese Menscheninteraktion zu genießen, wirklich. Nach den neuesten Entwicklungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man uns vor dem Sommer noch erlauben wird, hier 500 Menschen in dieses Haus zu lassen, geht ja leider gegen null. Aber im September werden wir wieder spielen und da hoffen wir natürlich auf die Liebe unseres Publikums. Und in der kommenden Spielzeit wollen wir uns eigentlich mit der Frage nach den gesellschaftlichen Verwerfungen im Bereich von Wohlstand, Armut auseinandersetzen. Das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren und deswegen bin ich sehr froh, dass unsere Stücke das thematisieren werden. Mhm. Also dass viele Menschen jetzt mit sehr großen finanziellen Verlusten, mit Existenzängsten zu kämpfen haben. Und dass wir da auch als Gesellschaft eine Verantwortung haben. Wir müssen da sehr aufpassen, dass jetzt nicht ein noch größerer Teil unserer Gesellschaft abgehängt werden, als es ohnehin schon ist. Mhm. Und ich glaube, diese Fragen der Gesellschaft, auch die Fragen der gesellschaftlichen Solidarität, werden uns noch sehr beschäftigen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. Stefanie Gräbe, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Auch ein sehr großes Dankeschön dafür, dass unsere Zuschauer es doch das Stück Marie-Antoinette von zu Hause aus anschauen dürfen. Und alles Gute weiterhin. Ich danke Ihnen auch und wünsche allen viel Freude. Also am Sonntag um 18 Uhr einschalten, Antoinette Capet, die Österreicherin, hier bei uns auf Ländle TV. Ja, die Wirtschaft, die hat auch schwer zu kämpfen mit der aktuellen Situation. Wir haben für Sie nun ein Statement vom Technikland Vorarlberg. Da geht es übrigens auch um die Lehrausbildung. Sicherheitsabstand eingehalten. Liebe Vorarlbergerinnen, liebe Vorarlberger, liebe Eltern, liebe angehende Lehrlinge. Ein kleiner Virus hat in den letzten Wochen die gesamte Welt, Vorarlberg und natürlich auch die Betriebe des Techniklandes Vorarlberg verändert. Einige Betriebe haben zu wenig Arbeit, andere sind sehr gut ausgelastet. Wir bedanken uns für die Tätigkeit bei allen 1.800 Lehrlingen und bei über 20.000 Menschen, die für die Betriebe des Techniklandes Vorarlberg arbeiten. Wir sehen erfolgreich in die Zukunft. Wir werden deshalb auch, wie in den vergangenen Jahren, Lehrlinge einstellen. Der Termin am kommenden Samstag, den 4. April, den werden wir einhalten und ihr werdet von uns einen Telefonanruf bekommen. Bestehende Termine wie zum Beispiel der Lehrlingsleistungswettbewerb mit all seinen Festlichkeiten und Feierlichkeiten fallen natürlich auch nicht ins Wasser. Wir halten euch auf all unseren sozialen Kanälen natürlich immer auf dem Laufenden, auf dem Technikland Instagram-Kanal, auf unserer Technikland Homepage sowie auf unserem Technikland Facebook-Kanal, genauso wie auf der Wirtschaftskammer Facebook-Homepage oder Seite. Die Betriebe des Techniklandes Vorarlberg haben schon viele Herausforderungen in den vergangenen Jahren bewältigt. Sie werden auch diese Herausforderung bewältigen und werden gestärkt in die Zukunft schauen. Und natürlich gesund bleiben. Das war's nun schon wieder mit der aktuellen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es gibt jetzt noch unser Kachelmann-Wetter und das, so viel sei verraten, sieht richtig gut aus für die nächsten Tage. Und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Gesund bleiben. Das Hochdruckgebiet hält weiter durch, nur vorübergehend ziehen am Freitag ein paar Wolken ins Ländle. Es bleibt trocken, am Morgen starten wir wiederum leicht frostig in den Tag, bis zum Nachmittag gibt es 11 bis 14 Grad. Dabei scheint oft die Sonne, ein paar lockere Wolkenfelder ziehen durch und nachmittags bilden sich über den Bergen Quellwolken. Das Wochenende wird frühlingshaft, die Temperaturen steigen. Am Samstag und am Sonntag sind im Rheintal am Morgen noch Tiefsttemperaturen im Bereich um den Gefrierpunkt möglich. Sonst wird es aber immer wärmer und es gibt strahlenden Sonnenschein. Und mit der kräftigen Aprilsonne steigen die Temperaturen am Sonntag auf knapp 20 Grad, zum Wochenbeginn bereits über 20 Grad.